Hallo, mein Name ist Klaus Müller. Ich bin Bäckermeister bei der Karl-Heinz Häusler GmbH und ich werde Ihnen heute zeigen, wie Sie die schwäbische Spezialität Seelen herstellen. Dazu bereite ich einen Teig aus folgenden Zutaten: 1 Kilogramm Dinkelmehl Typ 630, 20 Gramm Salz, 10 Gramm Hefe und ca. 700 Milliliter Wasser. Von der Wassermenge lasse ich ca. 200 Milliliter übrig und knete den Teig erst einmal etwas fester an, dass sich der Kleber aufschließt. Den Teig lasse ich ca. 16 bis 18 Minuten kneten und nach ca. 6 bis 7 Minuten gebe ich das Wasser dazu. Der Teig ist jetzt soweit aufgeschlossen, ist aber noch etwas zu fest, deswegen gebe ich jetzt noch das restliche Wasser hinzu. So, der Teig hat jetzt 17 Minuten geknetet. Ich spanne ihn aus und Sie sehen, der Teig glänzt schön und ist richtig elastisch. Den Teig, den wir jetzt geknetet haben, stellen wir jetzt über Nacht in den Kühlschrank bzw. in den kalten Keller, wo er schöne Geschmacksstoffe bilden kann und auch aufgehen kann. Ich habe gestern schon einen Teig geknetet, der jetzt über Nacht gestanden ist. Sie sehen, er ist schön aufgegangen, er hat Luftbläschen gebildet. Diesen Teig können wir jetzt weiterverarbeiten. Ich möchte Ihnen heute zwei Arten zeigen, wie man Seelen aufarbeiten kann. Die erste Art ist, ich mache meine Hände nass und breche aus dem Seelenteig ca. 100 bis 120 Gramm schwere Stücke heraus, mache sie etwas rund und lege sie dann in eine bemehlte Gärbox hinein. Die Teiglinge decke ich jetzt ab mit meiner Gärfolie und lasse sie für ca. 20-25 Minuten entspannen und verarbeite sie dann weiter. In der Zwischenzeit kann ich Ihnen die zweite Methode zeigen. Dabei wird der Seelenteig auf den Tisch gegeben. Mit den nassen Händen etwas glatt gemacht und breche jetzt die Seelen aus dem Teig. Dazu nehme ich meine Hände so aneinander, damit sie unten eine ebene Fläche bilden. Ich brauche ein bisschen Kraft dazu. Ich gehe über den Teig, breche den Teig ab nach unten, ziehe ihn nach hinten weg und habe dann eine Seele, die ich direkt aufs Blech lege. Ich mache es nochmal. Die Hände so aneinander, über den Teig gehen, nach unten drücken und nach hinten wegziehen. Und leg die Seele direkt aufs Blech. Das war jetzt die zweite Aufarbeitungsvariante. Wir machen jetzt wieder mit der ersten weiter. Der Teig ist jetzt soweit entspannt und wir können jetzt aus den Teiglingen Seelen formen. Dazu mache ich die Hände auch wieder nass, nehme den Teigling in die Hand und ziehe ihn
ein wenig in die Länge. Wenn ich merke, er hat noch zu viel Widerstand, dann lege ich ihn noch mal hin und nehme den nächsten. Ziehe den auch in die Länge, lege ihn noch mal hin, nehme den nächsten. Jetzt nehme ich wieder den ersten, der ist jetzt soweit wieder entspannt. Nehme die Seele und verdrehe sie ein wenig und lege sie auch aufs Blech. Dann nehme ich den nächsten Teigling, den ich auseinandergezogen habe, drehe ihn auch wieder und lege ihn auch aufs Blech. Kann ihn noch schön in Form bringen, gibt genauso eine schöne Seele. Zum Bestreuen der Seelen nehme ich klassischerweise bei der schwäbischen Seele eine Mischung aus Kümmel und Salz und streue das auf meine Seele drauf. Sie können auch mit Käse oder auch mit Mohn oder Sesam oder jede Saatenmischung oder Saat, die Sie möchten, verwenden. Die Seelen kommen jetzt direkt in den Ofen bei 270 Grad Oberhitze und 180 Grad Unterhitze für ca. 15 bis 20 Minuten, je nachdem, wie groß Sie sie machen. Die Seelen brauchen jetzt noch ca. 3-4 Minuten. Ich sprühe sie jetzt noch an, dann haben sie nach dem Ausbacken einen schönen Glanz. Die Seelen sind jetzt fertig gebacken. Nehmen Sie aus dem Ofen raus und sehen Sie, was wir für schöne Seelen haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Nachbacken.